Das Open Press Project ist, die haben eine kleine Presse entwickelt und über ein Kickstarter-Programm finanziert. Und denen war gar nicht bewusst, wie erfolgreich das sein wird. Und haben ein Jahr später die erste Exchange gemacht. Und da haben sie ungefähr 400 mal 10, also 4000 Drucke bekommen. Und verteilen davon 9 immer an die Einsender. Das heißt also, wenn man mitmacht, bekommt man 9 Drucke zurück und kann sich selber eine kleine Galerie aufbauen. Man weiß zwar nicht, was man bekommt, aber man bekommt schöne Kunst. Welchen Rat würdest du jemandem geben, der heute hier reinschneit und sagt, oh, das ist ja cool. Einfach anfangen. Anfangen, ja. Okay, einfach starten mit dem Ganzen. Genau. Okay, schön, super. Verena, genau, und dazu ist, kann ich nur Werbung machen für die Workshops, die jetzt kommen. Also da kann man alles ausprobieren und, genau, ja, und testen. Heute hier erscheint und sagt, hey, das ist ja spannend, ich probiere das mal aus. Ich würde sagen, einfach machen, einfach loslegen und sich einfach nur darauf freuen, dass man nach einiger Zeit 9 Drucke kriegt. Von der vollkommen unbekannten Menschen aus, von irgendwo auf der Welt. Das macht irre viel Spaß. Welchen Rat würdest du jemandem geben, der so ganz neu auf dieses Thema kommt, der kommt heute vorbei und sagt, hey, wie cool ist das denn? Keine Angst haben. Einfach loslegen. Probieren. Wenn so ein Gerät, gerade dieses Gerät, kaputt gehen sollte, dann kann man sich das Ersatzteil selber drucken oder drucken lassen. Man kann nichts falsch machen, man muss es einfach tun. Jetzt zum Schluss eine Frage an komplette Neueinsteiger. Mhm. Welchen Rat würdest du jemandem geben? Ich würde sagen, einfach machen, weil ich habe, wie der Alain mich hier eingeladen hat, wenn ich doch da wäre, dann könnte ich auch mal vorbeischauen. Da habe ich ihm in dem Mailverkehr gesagt, naja, also da gibt es schon welche, die können das besser als ich, ja, also von der Technik her und so. Und seine Antwort war, das ist halt auch immer der eigene Anspruch. Und das finde ich eine super Antwort, weil da muss man nicht so den Wahnsinnsanspruch haben. Allein schon dieses Ausprobieren gibt einem ziemlich viel und heutzutage ist ja quasi irgendwie alles digital und man kann ja das, was mir analog geschaffen hat, auch mit der Welt irgendwie teilen, wird auch geteilt über den Katalog. Aber das ist einfach mal was anderes, was Neues, was, wo man was schafft. Und das finde ich einfach eine tolle Sache und deswegen einfach loslegen, ausprobieren. Es gibt also Workshops, wo man sich den Drucker nicht extra kaufen muss.